Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Zum Verlauf, zu den Hintergründen und den Folgen des Ukraine-Kriegs sprechen wir in diesem Podcast wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Heute unter anderem mal wieder ein etwas ausführlicherer Blick auf die aktuelle Lage und die aktuelle politische Diskussion. Hier hat sich ja auch Angela Merkel jetzt zu Wort gemeldet in einem Interview mit der Zeit. Der russische Präsident war über ihre Aussagen sehr enttäuscht, wie er verkündet hat, will er doch herausgelesen haben, dass Deutschland die Minsker Abkommen nur verhandelt habe, um der Ukraine Zeit zu verschaffen und nicht, um vielleicht Frieden zu erreichen. Ist da was dran oder sagt Merkel sowas nur, um selbst auch gut im aktuellen Wind zu stehen? Dann wollen wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit der Beschaffung der F-35 durch die Bundeswehr beschäftigen, Jagdbomber. Morgen steht ja eine Entscheidung im Bundestag an. Andere Länder wie beispielsweise die Schweiz haben längst bestellt und kommen dabei anscheinend deutlich besser weg als Deutschland. Und wie Sie es gewohnt sind, auch wieder Antworten auf Hörerfragen mittendrin, wenn es denn passt, oder auch am Ende des Podcasts. Insbesondere mit Blick auf die aktuelle Lage, kurz der Hinweis, dass wir sozusagen aus, wie sage ich mal, flugverbindungstaktischen Gründen schon am Montagabend aufzeichnen. Sprich, Herr Bühler kann am Dienstag nicht, weil er wieder irgendwo hinfliegt. Wohin geht's? Dürfen Sie es verraten? Ja, ja, darf ich schon. Ich fliege nach Schweden, nach Stockholm genauer gesagt. Und ich nehme teil an einer Tagung des Atlantic Council, des Atlantischen Rats. Das ist ein Think Tank, eine Denkfabrik sozusagen. Und wir sind dort Wissenschaftler, Militärs, Politiker, Diplomaten. Und wir befassen uns mit zwei Themen. Das erste Thema hängt mit der Region zusammen, also mit dem bevorstehenden Beitritt von Schweden und Finnland. Welche Auswirkungen hat das auch in strategischer und operativer Hinsicht? Und zweitens, nicht überraschend, mit der Zeitenwende in Deutschland und insgesamt in Europa. Mhm. Dann schauen wir mal, was Sie am Freitag darüber berichten können. Jetzt die aktuelle Lage, Herr Bühler. Ich will hier mal mit den russischen Angriffen aus der Luft beginnen. Odessa war ja Ziel eines massiven Überfalls mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Genauer gesagt die Infrastruktur von Odessa, und das Ergebnis auch dort ist massiv der Strom ausgefallen. Ne? Ja, das war am Wochenende. 15 Drohnen, wie sich hinterher herausstellte, haben Odessa angegriffen. Wir haben ja in den letzten 3 Wochen überhaupt keine Drohnenangriffe mehr gesehen, jedenfalls nicht von diesem Typ der sogenannten Kamikaze-Drohnen, die mutmaßlich aus dem Iran geliefert werden. Wenn ich sage mutmaßlich, dann bin ich da einfach nur zu korrekt. Das steht mittlerweile fest, denke ich, dass es aus dem Iran geliefert wird, das Zeug, weil ja auch iranische Soldaten auf der Krim eingesetzt sind, um die Russen in der Handhabung dieser Drohnen auch auszubilden. Oder Sie hatten, schon mal angedeutet, kann ja auch sein, dass die Russen das sozusagen produzieren mit Unterstützung des Iran, ne? Also dass die das einfach in Anführungszeichen in Lizenz herstellen, ne? Dass sie einfach zusammengesetzt werden in Russland, aber die Ausbildung, das ist definitiv, das scheint gesichert zu sein, das wird durchgeführt durch iranische Soldaten. Großer Unterschied auch zu den Angriffen mit den Marschflugkörpern und Raketen ist, dass diese Drohnen jetzt nachts eingesetzt werden und nicht mehr tagsüber eingesetzt werden, ganz offensichtlich. Hört man sie zwar bei Nacht, aber man sieht sie nicht und kann deshalb sie mit Handfeuerwaffen, mit Maschinengewehren und dergleichen nicht bekämpfen, sondern man muss mit anderen Abwehrmitteln kämpfen, die wesentlich teurer sind, also die radargestützt sind oder andere Sensorik haben und dadurch abgeschossen werden können. Und so erklärt sich dann auch die, ich sag mal, relativ niedrige Abschussquote. Ich glaube, 10 von 15, das sind jetzt nur mehr 2/3. Das waren ja mal höhere Zahlen. Naja, das schwankt ja immer. Sie haben ja beim vorletzten Mal, glaube ich, schon mal angedeutet, dass es ein bisschen wenig war. Ja. Dann hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, gesprochen über 90% Abschussquote. Das wechselt immer etwas. Und hängt tatsächlich vermutlich mit der Zahl von Drohnen auf eine Stadt zusammen.
und damit auch der Forderung an die Luftverteidigungskräfte dort. Und dann natürlich mit dem Nachteinsatz dort. Aber ich sag mal, das ist kein Trend, der sich jetzt da einfach in die Zukunft hinein interpolieren lässt, sondern das sind Ausreißer nach oben und unten, die wir erleben. Das dürfte kein Trend sein. Mhm. Und es war ein Angriff nur mit Drohnen, wenn ich das recht gelesen habe. Raketen waren da keine dabei. Wie erklären Sie sich das? Naja, es waren keine Raketen dabei, also insbesondere keine von diesem Typ S-300, die eigentlich für den Boden-Lufteinsatz vorgesehen sind. Und es waren keine Marschflugkörper dabei. Es waren also nur Drohnen. Das zeigt, dass diese Luftangriffe nicht gleichmäßig und jeden Tag und mit dem gleichen Mittel durchgeführt werden, sondern es kommen mal Marschflugkörper, die von Flugzeugen abgeschossen werden. Es kommen manchmal ballistische Raketen wie die S-300. Und eben jetzt, weil sie ganz offenbar nachgeliefert worden sind aus dem Iran, jetzt wieder Drohnen. Wir haben auch schon gesehen, dass Marschflugkörper ohne Sprengköpfe abgeschossen werden, ganz einfach, um mehr Marschflugkörper in die Luft zu bringen. Und wir haben gesehen, dass Flugzeuge starten, ohne dass irgendein Werkmittel, wie wir sagen, also ein Marschflugkörper abgeschossen worden ist. Der Hintergrund ist hier, dass man versucht, die Radargeräte aufzuklären und damit die Dislozierung der Luftverteidigung zu erkennen, also welche Stadt ist besser verteidigt, um für den nächsten Angriff die entsprechenden Planungsgrundlagen zu haben. Mhm. Das ist also ein ganz planmäßiges und systematisches Vorgehen, das mit Eskalation und Deeskalation zu beschreiben ist. Das ist wellenartig, wie das auf die Ukraine zuläuft. Und das hat zur Wirkung, dass zunächst die Energieanlagen, Strom, Wärme und damit in der Folge auch das Wasser ausfällt. Das hat zum Ziel, dass die Bevölkerung terrorisiert wird. Aber gleichzeitig wird nach solchen Angriffen das System wieder aufgebaut mit unendlichen Mühen. Man bekommt es ja mit, auch von den Meldungen, die jetzt übers Wochenende hier reingekommen sind, dass es zunächst hieß, es wird über Wochen ausfallen, weil der Angriff so schwer war. Jetzt sind es Gott sei Dank nicht Wochen, sondern es geht Schritt für Schritt vorwärts. Aber sobald es wieder aufgebaut ist, droht der nächste Angriff auf die gleichen Infrastrukturanlagen. Und das ist das Kriminelle daran, dass man die Bevölkerung terrorisiert, dass man sie unter Druck setzt und versucht zu erreichen, dass sie den Kurs der eigenen Regierung nicht mehr mitträgt. Kriminell ist noch sehr harmlos ausgedrückt, ne? Ja, das sind Kriegsverbrechen, natürlich, ja. Das meine ich jetzt damit. Das kriminell gibt es ja unterschiedliche Abstufungen, aber hier sind wir in der höchsten Kategorie, das ist ein Kriegsverbrechen. Ja. Auch wenn man jetzt diese Abschussquote 10 von 15 für relativ hoch hält noch, haben ja trotzdem Drohnen ihr Ziel erreicht und die haben ja massive Schäden angerichtet und das könnte ja nun zweierlei bedeuten. Eigentlich zum einen, die Ukrainer haben nach wie vor zu wenig Flugabwehr und zum anderen, gegen solche massiven Drohnenangriffe ist dann offenbar doch kein Kraut gewachsen, oder? Also das Erste stimmt auf jeden Fall. Sie haben nach wie vor zu wenig Flugabwehr. Sie bräuchten mehr. Und es zeigt eben, wenn massiert Drohnen eingesetzt werden, dass dann auch das Luftverteidigungssystem in gewisser Weise überlastet ist durch die Vielzahl der Drohnen, die angreifen, sodass dennoch Schäden entstehen und nicht so viel abgeschossen werden können, wie wenn sie sequenziell so nacheinander eingesetzt werden. Ich nehme an, dass ein solches Ereignis und auch die ganzen anderen Angriffe aus der Luft in den Wochen zuvor die Amerikaner dazu bringt, jetzt zu sagen, also die Unterstützung bei der Luftverteidigung hat für uns Priorität, obgleich diese kürzliche Erkenntnis eigentlich auch ein bisschen spät kommt. Hm.
Ja, das ist gesagt worden, das wird ja auch von uns gesagt, aber dennoch, Mittel zur Luftverteidigung sind wichtig, aber auch andere Dinge, andere Waffen, andere Unterstützung, auch gerade zum Abwenden einer humanitären Katastrophe jetzt in diesem anbrechenden Winter, die sind absolut wichtig und haben gleichermaßen Priorität. Ich will auf die Unterstützung durch die Amerikaner und auf deren Maßgaben gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Lassen Sie uns aber zunächst den Abschnitt mit dieser aktuellen militärischen Lage zu Ende machen. Wie sieht es am Boden aus? Kämpfe ja, Fortschritte nein? Fragezeichen, so wie in den vergangenen Wochen auch schon? Ja, ich glaube, die letzte Frage, so wie in den vergangenen Wochen auch schon, das ist gut beschrieben. Wir haben zwar nach wie vor Angriffe im Norden der Front, also in dieser Linie Svatove-Kremina, Angriffe der Ukraine, die aber auch nicht so raumgreifend sind, wie sie sich wahrscheinlich das selbst wünschen. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor massive Angriffe im zentralen Donbass, also in diesem Bereich Bachmut, Stadt Donetsk. Allerdings sind die Ukrainer jetzt verstärkt worden durch einige Brigaden, die aus dem Bereich Cherson abgezogen worden sind, sodass man davon ausgehen kann, dass die Verteidigung steht dort in diesem Bereich. Und ja, im Süden, da gibt es so gut wie keine Bewegung. Da haben ja die Russen viele abgezogen, so viele abgezogen, dass ich glaube, dass da keine weiteren Offensiven jetzt kurzfristig zu erwarten sind. Aber auch die Ukrainer konnten aus diesem Grunde viel abziehen und sie im zentralen Donbass einsetzen. Also im Süden zusammengefasst sehen wir keine Bewegung. Wenn man mal die ganz kleinen Geländegewinne jeder Seite zusammenrechnet, also ich habe jetzt keine Excel-Datei oder sowas angelegt, dann habe ich aber den Eindruck, dass die Russen da doch leicht im Vorteil sind. Oder ist mein Eindruck falsch? Also ich glaube nicht, dass sie leicht im Vorteil sind. Es sieht insgesamt nach einem Patt aus. Ob es tatsächlich so ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn Sie im Norden die Ukraine in der Offensive sehen, in der Mitte in der Defensive, im Süden keine Bewegung, dann zeigt das schon, dass im Augenblick dort wenig Bewegung und auch wenig von Gewinn einer Initiative zu sehen ist. Das kann natürlich auch täuschen, weil die Ukraine nach wie vor Fähigkeiten hat, auch wieder offensiv zu werden. Und ich glaube, dass, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass sie das auch wieder tun werden. Stichwort Fähigkeiten. Ich habe auch gelesen, dass die Ukrainer wieder mal relativ offensiv von einem eigenen Luftangriff gesprochen haben, also mit Flugzeugen. Davon hatte ich auch lange nichts gelesen. Also wir haben auch lange nicht gesprochen, glaube ich, weil das so ein einzelner Angriff mit einem Flugzeug, das ist so ein taktisches Detail, da haben wir ja gar keine Zeit, das im Einzelnen zu besprechen. Aber fest steht, dass Russland keine Luftüberlegenheit hat und deshalb die Ukraine also nach wie vor mit Flugzeugen, mit den wenigen, die sie haben, und mit Hubschraubern auch operieren kann. Und von Zeit zu Zeit kommt dann eine Meldung, dass sie Angriffe geflogen sind gegen russische Stellungen. Und deshalb ja, poppt das sozusagen so hoch. Das war aber in den letzten Wochen auch immer so. Das ist nicht so, dass das jetzt was völlig Neues ist. Ja. Also wenn es um die ukrainische Luftwaffe so ruhig ist, dann liegt es daran, dass man eigentlich wirklich nur noch wenig hat. Ja, dass man wenig hat und sie aber auch vorsichtig einsetzt, denn die russische Flugabwehr ist ja nach wie vor aktiv. Sie haben keine eigene Luftüberlegenheit, das bedeutet ja nur, dass sie selbst bedroht sind durch die Ukraine. Aber sie können natürlich durch ihre eigene Luftverteidigung ukrainischen Flugzeugen zusetzen und auch den Hubschraubern, was sie in der Vergangenheit auch getan haben. Wir sprechen ja hier von dreistelligen Verlusten bei den Russen, aber auch bei den Ukrainern, was Flugzeuge angeht. Es gibt Meldungen, dass die Slowakei
jetzt MiG-29 auf den Weg in die Ukraine bringen will. Das, was man da liefern kann, da ist auch schon vor längerer Zeit drüber gesprochen worden. Inwieweit ist das ein deutliches Plus für die Ukraine oder ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Naja, das ist schon ein Plus für sie, weil das ist ja ein Flugzeugtyp, den die Ukraine selbst fliegt. Das hat möglicherweise so lange gedauert, damit das Gesamtpaket auch geschnürt werden kann, das ja nicht nur das Flugzeug beinhaltet, sondern auch die Ersatzteile, die Ausbildung für die spezifischen technischen Details, die auf den slowakischen Flugzeugen eingerüstet sind. Also unterm Strich ist das sicher eine Verstärkung für die ukrainische Luftwaffe. Okay, dann jetzt mal zur Unterstützung der Ukraine, insbesondere durch die Amerikaner. Die Times, eine britische Tageszeitung, schreibt, dass es bei den Amerikanern ein Umdenken gegeben habe bei der Frage, sollte die Ukraine militärische Ziele in Russland selbst angreifen? Bislang war man da ja eher zurückhaltend. Aus diesem Grund hat man auch bislang keine Waffen mit so super großer Reichweite geliefert. Also sprich zum Beispiel HIMARS-Raketen mit 300 Kilometer Reichweite. Und angeblich hat ja die Ukraine auch zugesichert, keine solchen Ziele mit westlichen Waffen anzugreifen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Angriffe auf Ziele in Russland bislang erfolgt sind, dann waren das ja offenbar tatsächlich alles Waffen aus den ursprünglichen eigenen Beständen bzw. deren Weiterentwicklung. Die Times bezieht sich auf eine Quelle aus dem US-Verteidigungsministerium. Ich weiß, dass Sie immer skeptisch sind bei anonymen Quellen, aber das ist ja nun mal im Journalismus so, das kennen Sie auch. Da steckt einem Journalisten was, das durchaus wahr sein kann und sagt dazu, ich sag's dir aber nur, wenn du mich nicht persönlich zitierst. So haben wir schon viele Wahrheiten den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Kann ja doch auch hier sein, oder? Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Naja, es kann sein, das muss aber nicht sein. Also ich bin, wie Sie sagen, ich bin immer skeptisch bei solchen anonymen Quellen, weil man nicht weiß, ist das autorisiert, was der dort sagt. Sagt das eine persönliche Meinung? Was ist sein Motiv dahinter? Will er seine eigene Auffassung einfach befördern, um damit Änderungen zu erreichen? All das weiß man eben nicht und deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber kann natürlich sein. Aber ich denke, der ukrainische Außenminister hat das in einem Interview, das er vom Auto aus geführt hat, ganz deutlich gesagt, wir haben eine Vereinbarung mit den Amerikanern, keine westlichen Waffen jenseits der Grenzen, also der ukrainisch-russischen Grenze einzusetzen. Das habe ich in dieser Deutlichkeit noch nicht gehört von einem ukrainischen Politiker. Und ich denke, dass das nach wie vor Bestand hat und dass an diesen Überlegungen, die da die Times bringt, nichts dran ist. Aber die Amerikaner hatten ja auch Bedenken, was generell überhaupt die Angriffe in Sachen Innenrussland betrifft. Da gibt es dann zwei Aspekte. Also zum einen dieser Zeitpunkt. Es ist, nachdem die Angriffe auf die Infrastruktur des Landes diese immensen Ausmaße angenommen hat, finde ich jetzt nachvollziehbar, dass man sich überlegt, also wie man diese Angriffe reduzieren kann, nämlich indem man die Ausgangspunkte dieser Angriffe attackiert. Das sollte dann doch auch im Kopf eines Militärs ausgesprochen logisch klingen, oder? Ja, das klingt auch in meinem Kopf logisch und nachvollziehbar. Allerdings, die Ukraine ist ja selbst dabei, genau das zu tun, was sie jetzt als logisch empfinden, nämlich ihre begrenzten Mittel mit weiter Reichweite sehr kreativ aufzubauen, also aus alten Drohnen oder Marschflugkörpern und dann auch einzusetzen, und zwar erfolgreich einzusetzen. Mit der Folge, und die werden wir erst in einigen Tagen sehen, mit der Folge, dass diese strategischen Flugplätze, die dort angegriffen worden sind, mehrere hundert Kilometer östlich der Grenze, also fast schon im Bereich Moskau, dass diese Flugplätze stärker geschützt werden durch Luftverteidigung und möglicherweise diese strategischen Bomber, die dort stationiert sind und die eigentliche Gefahr und Bedrohung für die Ukraine darstellen, weil diese die Marschflugkörper über mehrere hundert Kilometer weit abfeuern können, das heißt weit über russischem Gebiet, und sie schlagen dann 600 Kilometer, 1000 Kilometer
weiter westlich in der Ukraine ein. Also es ist durchaus vorstellbar, dass man diese strategischen, wichtigen Mittel aus russischer Sicht dort von diesen Flugplätzen außerhalb der Entfernung dieser neu entwickelten oder weiterentwickelten Drohne dort stationieren wird. Das heißt, jenseits einer Grenze von 1100 Kilometer. Und Platz haben sie ja genug. Ja. Und dieser zweite Aspekt, ich hatte von zwei Aspekten gesprochen. Der zweite ist, dass es ja überhaupt dieses Ausmaß an Zerstörung an der Infrastruktur gibt. Also Aspekt, was das Umdenken, das mögliche Umdenken der Amerikaner betrifft, in der Frage, also sollten die Ukrainer Ziele in Russland, im Kernland direkt angreifen. Und ein Grund dafür ist, möglicherweise auch, dass man halt nicht die Flugabwehr, die Luftverteidigung, wir haben gerade darüber gesprochen, hat, die man bräuchte und dass man hier offenbar auch nicht so schnell, wie es vielleicht nötig wäre, Abhilfe schaffen kann. Ist ja als möglicher Grund für einen solchen Kurswechsel bei den Amerikanern im Denken, in der Unterstützung, wäre für mich auch nachvollziehbar. Ja, das kann sein, aber es ist auch logisch für mich, wenn ich sage, die NATO und ihre Mitgliedstaaten tun weiter gut daran, nicht Konfliktpartei zu werden und vor allen Dingen nicht sich von Dritten in den Krieg hineinziehen zu lassen. Das würde keinem nutzen, auch der Ukraine nicht. Schreibt aber die Times, also dass man offenbar die Frage neu bewertet habe, ob westliche Waffenlieferungen dazu führen können, dass es zu einer Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt. Und da, so schreibt die Times, habe die Sorge abgenommen. Also sehen Sie Anzeichen, dass man auch da eine Neubewertung vornimmt? Nein. Ich sehe das nicht. Das ist die Auffassung der Times, die sich stützt auf eine anonyme Quelle. Aber die Faktenlage und eine nüchterne Beurteilung der Fakten, die führt mich einfach zum anderen Ergebnis. Da ist viel zu sehr auch von unseren Staatenlenkern und aus der NATO gesagt worden zu diesem Thema. Das reißt man nicht so schnell ein. Und ich denke, dass es auch Bestand hat. Ja. Man könnte es aber auch versuchen, ich sag mal, nur logisch zu durchdenken, also mit anderen Kriterien. Ich meine, man hätte ja auch von Anfang an sagen können, ne, was schert uns eigentlich? Wir fühlen uns ja auch nicht als Kriegspartei beispielsweise in Jemen, nur weil wir Saudi-Arabien mit Waffen versorgen. Oder wir fangen ja auch nicht an, den Iran zu bombardieren, weil der Waffen und Drohnen an Russland liefert. Es hat doch schon immer jeder zugesehen, wo er das herbekommt, was er meint zu brauchen. Oder noch ein abwegiges Beispiel, vielleicht für die Systematik dann brauchbar. Die Türken haben russische Flugabwehrsysteme gekauft und nun mal gesponnen. Also wenn die Russen jetzt die Türken im NATO-Mitglied angreifen würden und die Türken die Russen mit russischen Raketen abschießen, dann müssten ja nach der bisherigen Logik die Russen Kriegspartei gegen sich selbst werden. Das ist schon seltsam. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist schon ein bisschen viel Spekulation drin bei aller journalistischen Zuspitzung, denke ich. Aber weder der Jemen noch die Türkei sind ein Beispiel für diesen Konflikt, für diesen Krieg, der sich im Augenblick in der Ukraine stattfindet. Der Jemen ist auch keine nuklear bewaffnete Macht. Und Russland ist es aber und die NATO ist es auch und ihre Mitgliedstaaten. Und deshalb muss man hier mit anderen Maßstäben vorgehen. Man muss ganz besonnen an die Sache herangehen und muss ganz besonnen die Fakten analysieren. Man muss sicher in Teilbereichen mehr tun, als wir bisher getan haben. Aber das grundsätzliche Diktum, das muss stehen, denke ich. Keine Kriegspartei werden, aber sich auch nicht hineinziehen lassen. Ich höre da jetzt raus, was eine ganz konkrete Frage betrifft, also dass Sie denken, dass die Amerikaner ihre Haltung, den Ukrainern keine 300 Kilometer HIMARS zu liefern, nicht überdenken werden, dass es dabei bleibt. Ich glaube schon, dass es dabei bleibt. Das sage ich auch in Kenntnis der Vorräte, die die Amerikaner selbst haben. Die Amerikaner haben ja mittlerweile so viel geliefert an Waffen, dass sie selbst Probleme haben mit ihren Waffenlagern und mit ihren Waffenvorräten. Das sind also nicht nur die Europäer, das sind auch die Amerikaner. Und dieses Mittel, die
Die Amerikaner nennen das ATACMS. Das sind also diese Raketen, die 300 Kilometer schießen. Das ist das Mittel der US-Armee. Das ist das Mittel, mit dem die US-Armee Schwerpunkte setzen kann. Und das geben die Amerikaner nicht leichtfertig aus der Hand, aus eigenen Gründen, weil sie die eigene Verteidigungsfähigkeit damit beeinträchtigen würden. Und zweitens aus den Gründen, die wir gerade schon diskutiert haben, dass sie nicht wollen und dass sie da eine Vereinbarung haben mit der Ukraine, dass mit amerikanischen Waffen nicht auf russisches Kernland gefeuert wird. Aber jetzt versuche ich es mal noch von der anderen Seite. Wissen Sie, was es vielleicht doch wahrscheinlicher erscheinen lassen könnte, dass die Amerikaner das neu justieren, nämlich dass der NATO-Generalsekretär sich meines Erachtens ein bisschen seltsam geäußert hat, und zwar in einem norwegischen Sender. Dort hat er gesagt, dass die Kämpfe zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werden könnten. Wörtlich dann, wenn die Dinge schief gehen, können sie furchtbar schief gehen. Dann hat er zwar dazu gesagt, dass man das vermeiden müsse und so weiter und dass man daran arbeiten würde, das zu vermeiden, aber so denke ich mir jetzt, als Mensch in seiner Position, da haut man doch nicht mal einfach eben so ein, ja, kann schon passieren, raus. Ist das nicht, ich sag mal, ein Stück verantwortungslos? Ich meine, man kann das ja auch schnell als langsames Vorbereiten der Bevölkerung auf den Fall der Fälle interpretieren, wer dazu geneigt ist. Nein, das glaube ich nicht. Also so wie ich den Generalsekretär der NATO Stoltenberg kennengelernt habe und über viele Jahre jetzt ist er ja schon Generalsekretär der NATO und ist nochmal verlängert worden, weil er so umsichtig und so besonnen auch die NATO in diesem Konflikt hier führt. Also das ist nicht sein Stil, sowas einfach so rauszuhauen, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich habe mir die Tickermeldung angesehen, die hatten sie mir freundlicherweise vorher geschickt. Das ist eine Tickermeldung nur für unsere Hörer, das ist kein Interview, kein volles. Das Interview hat er einem norwegischen Medium gegeben, in norwegischer Sprache, glaube ich. Wir sind nicht sicher, wir können nicht sicher sein, dass das, was dort in diesem Ticker steht, dass das auch wörtlich so gesagt worden ist. Vor allen Dingen, da kennen wir den Kontext nicht. Wir kennen die Frage nicht und deshalb ist es immer schwierig, bei solchen wirklich entscheidenden Sachverhalten dann Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also von daher in Kenntnis eben der Person Stoltenberg und so wie er sich immer eigentlich geäußert hat, glaube ich nicht, dass man einen solchen Schluss ziehen kann. Dann habe ich es ja geschafft, mit der kleinen Provokation Sie mal dazu zu bringen, journalistische Grundsätze hochzuhalten. Das habe ich auch nicht gedacht. Also quasi mal Seitenwechsel sozusagen. Naja, natürlich. Aber ich meine, im Grunde genommen, wenn Sie es reduzieren auf den Punkt, das steht ja hier als Zitat, dass die Verbündeten daran arbeiten, das zu vermeiden, dass Dinge schiefgehen, da ist auch nichts Neues dran, sondern es ist eigentlich genau die Position, das Diktum, habe ich es vorher genannt, NATO darf nicht Kriegspartei werden. Das ist der Punkt. Okay. Da ist nichts Neues dabei bei diesem Interview. Auch wenn ich gestehe, dass manchmal so Aussagen dann hohe Beachtung finden bei manchen ihrer Kollegen und Kolleginnen. Und wenn man sich das ein bisschen überlegt und wenn man dann auch die Originalquellen mal sich anschaut, dann kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Ja. Mal sehen, wie es beim nächsten Thema ist. Das dann auch verworrene journalistische Gedanken sind. Habe ich nicht gesagt. Nein, alles gut. Ich habe das schon richtig verstanden, glaube ich. Habe mich auch nicht angegriffen gefühlt. Mal zu einer anderen öffentlichen Person, die viel mit Russland und der Ukraine zu tun hatte. Es geht um die Altkanzlerin, um Angela Merkel. Die hatten der Wochenzeitung Zeit, ein Interview zu geben, das man auch wirklich im Wortlaut nachlesen kann. Und über dieses Interview hat sich ja Wladimir Putin ziemlich echauffiert, er ist ja richtig enttäuscht von Merkel, hat er sinngemäß gesagt. Und zwar darüber, wie Merkel sich geäußert hat, mit welchem Ziel
die Minsker Verhandlungen geführt worden sind. Wir wollen da mal kurz drüber schauen und gucken, ob da was dran ist. Aber das will ich auch ausdrücklich dazu sagen. Es ist eigentlich vollkommen egal, was Merkel gedacht oder gesagt oder getan hat. Das relativiert die russischen Verbrechen in keinster Weise. Nichts davon rechtfertigt diesen Krieg. Und insoweit hat ja die Aufregung Putins wohl auch nur eher begrenzt Bedeutung. Nur das ganz deutlich und ganz klar gesagt. Mir geht es auch eher wirklich um Angela Merkel, die mit dem, was sich da im Vorfeld des Krieges abgespielt hat und auch mit dem, was sie dazu beigetragen hat, anscheinend längst nicht im Reinen ist. Zumindest liest sich das für mich so. Also was hat sie gesagt? Ich zitiere jetzt mal wörtlich, das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch der Ukraine, Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Zitat Ende. Herr Bühler, fehlt da nicht irgendwas? Ich meine, irgendwas mit Frieden? Warum lässt sie den Hauptzweck der Verhandlungen einfach weg und stellt einen Zweck in den Raum, der dann schon ein bisschen einen schalen Beigeschmack hat? Also es ist schon wahr, und das erinnere ich auch noch gut, dass die Ukraine damals ein Abkommen wollte. Die Ukraine stand mit dem Rücken an der Wand, weil die Armee einfach schwach war. Das ist ja der Unterschied zu dieser Invasion jetzt. Und ich habe aber auf der anderen Seite dieses Minsk-Abkommen schon so verstanden, dass man es als einen Schritt Richtung Frieden, einen Waffenstillstand zunächst mal, aber dann einen Schritt Richtung Frieden auch gemacht hat. Also insofern fehlt da etwas, aber ich bewerte das nicht über. Ich meine, es ist aus Ihrer Sicht jetzt auch so dargestellt worden, als ob man der Ukraine Zeit gegeben hätte, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Aber meine Wahrnehmung damals war eine andere. Ja. Und dann hätte ja Frau Merkel sagen können, also beispielsweise, wir haben uns mit dem Minsker Abkommen darum bemüht, die Situation zu entschärfen, eine Lösung für den Konflikt aufzuzeigen. Wir hatten Frieden im Sinn und das Abkommen hat letztlich dazu geführt, dass die Ukraine Zeit bekommen hat. Hätte sie so sagen können. Und dann kann sie ja meinetwegen auch noch dazu sagen, wie sie es ja auch getan hat, dass einer der Gründe für Nord Stream 2 war, dass wir es nicht verboten haben, war das Klima mit Moskau nicht zu verschlechtern. Sei es drum, das mag vielleicht auch tatsächlich einer der Beweggründe gewesen sein. Aber dass sie jetzt versucht, ein Bild zu entwerfen, das, ich spitze jetzt wieder mal zu, in die Richtung geht, seht mal, eigentlich bin ich diejenige gewesen, die der Ukraine die Zeit verschafft hat, so stark zu werden, dass sie den Russen jetzt widerstehen kann. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Das hat für mich doch, es riecht ein bisschen nach Legendenbildung. Klar weiß ich, dass sie unter Druck steht, aber auch auf diese Weise, diesen Druck zu entkommen, finde ich dann schon ein bisschen skurril, mal harmlos gesagt. Ja, da haben Sie, vielleicht jetzt nicht in der Wortwahl, aber da haben Sie schon einen Punkt, da fehlt schon ein bisschen was, auch aus meiner Sicht. Es ging tatsächlich um einen Waffenstillstand mit Bedingungen, so habe ich das wahrgenommen. Beide Parteien sollten diese Bedingungen auf dem Weg zu einem Friedensschluss erfüllen. Dazu kam es nicht. Das war der Zwiespalt zwischen Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zusicherung für die Minderheiten also die russischen Minderheiten im Donbass, für eine gewisse Autonomie, die dann noch ausformuliert werden sollte. Aber an diesem Zwiespalt zwischen Sicherheit und Garantien ist letztlich dann das Ganze auch gescheitert, denn die russische Unterstützung der Separatisten und die Angriffe der Separatisten haben nicht aufgehört, die Sicherheit war nicht vorhanden und deshalb hat auch die Ukraine gesagt, dann können wir keine Regelung für eine Autonomie übernehmen, die ja auch einen ganz rechtsstaatlichen Weg auch einnehmen muss und nicht einfach so aufoktroyiert werden kann. Also so ein bisschen Halbverständnis für Frau Merkel? Naja, also ich, wie gesagt, ich habe da eine etwas andere Wahrnehmung zu dem Ganzen. Möglicherweise täusche ich mich auch. Vielleicht gibt es da auch andere,
die an den Verhandlungen teilgenommen haben, irgendwelche Diplomaten, die das eben nicht so sehen, da lasse ich mich gerne belehren. Aber insgesamt, jetzt auch aus der Erinnerung heraus, war das meine Wahrnehmung der Ereignisse damals. Ja. Und eigentlich dürfen Sie ja gar nicht so viele verständnisvolle Worte für Frau Merkel übrig haben. Also denn, wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen, denn letztlich ist sie es ja doch, die eines der für sie größten Ärgernisse zu verantworten hat. Also sie stand da nun mal ganz oben. Und zwar der Zustand der Bundeswehr. Ja, das ist ohne Zweifel richtig, und zwar 16 Jahre lang. Sie hat es aber auch selbst in einem anderen Interview jetzt der letzten Tage deutlich eingeräumt und hat gesagt, dass wir da hätten mehr tun können. Ich muss allerdings auch sagen, dass in diesem Schlüsseljahr 2017 das 2%-Ziel zwar immer noch kommuniziert worden ist Richtung NATO, das 2%-Ziel auch im Wahlprogramm der CDU-CSU aufgetaucht ist und festgeschrieben war. Insofern hat sie das getan, was sie als Parteivorsitzende oder später als nur Kanzlerin tun konnte. Aber es ist letztlich gescheitert in diesem Schlüsseljahr 2017 und ist begrenzt worden auf 1,5%, weil eben der Koalitionspartner in weiten Teilen nicht mitgemacht hat. Da gab es Einzelpersonen, die das unterstützt haben, wenn ich da an den Abgeordneten Felgentreu beispielsweise denke von der SPD, den sicherheitspolitischen Sprecher, aber auch andere. Die waren da dagegen, aber die Partei als solches, die hat das nicht mitgetragen, und dann wurde da eine politische Vereinbarung getroffen, so nach dem Motto, wir haben das zwar alles zugesagt, aber wir begrenzen es jetzt mal auf einen Betrag von 1,5%. Und das ist der wahre Grund eigentlich für den Zustand der Bundeswehr heute, dass die 5 Jahre nicht genutzt worden sind seither oder nicht genutzt werden konnten seither, um die Bundeswehr annähernd in einen Zustand zu bringen, dass sie insgesamt für die Landes- und Bundesverteidigung richtig ausgerüstet ist. Wir hätten also beispielsweise diesen Jagdbomber, die F-35, der jetzt bestellt werden soll, weil darüber wollen wir jetzt reden, den hätten wir jetzt eigentlich schon haben können oder nicht? Also das ist ein längerer Entscheidungsprozess gewesen, den wir in allen Facetten jetzt sicher nicht nachzeichnen können. Aber die Zielsetzung war ja, den Tornado abzulösen, der für die nukleare Teilhabe vorgesehen ist. Also nukleare Teilhabe auf das Flugzeug bezogen bedeutet, dass er amerikanische Nuklearwaffen ins Ziel tragen können muss. So, und das hat jahrzehntelang der Tornado gemacht. Wir haben dann 2016 nach intensiven Diskussionen im Verteidigungsministerium, die ja auch öffentlich geworden sind, nach öffentlicher Positionierung auch des Inspekteurs der Luftwaffe für den F-35. Wir haben uns damals dann nicht festlegen können für die F-35, weil der Koalitionspartner, auch hier die SPD, das nicht mitgetragen hat. Zu Trumps Zeiten undenkbar, dass wir dort die F-35, und das hat sich weit in die Koalition insgesamt, also auch CDU, CSU mit hineingezogen. Der nächste Schritt war dann, ja, dann lass uns den Eurofighter prüfen, also dieses Gemeinschaftsprojekt, dieses europäische Gemeinschaftsprojekt. Allerdings musste der durch die Amerikaner zertifiziert werden. Das heißt, ich habe das schon mal erklärt hier, da muss bis zur letzten Schraube alles offengelegt werden, bis zur letzten Software alles offengelegt werden in diesem Flugzeug, damit das für diese wichtige Rolle der nuklearen Teilhabe zertifiziert werden kann. Und die Amerikaner haben gesagt, das dauert 10 Jahre, bis das geleistet worden ist. Also war das auch keine Option mehr. Und dann fiel man zurück auf einen anderen Jagdbomber der Amerikaner, die F-18, weil klar war, also wir müssen amerikanisch gehen. Der war verdaulich innerhalb der großen Koalition, und ist aber keine abschließende Entscheidung getroffen worden. Wie Sie wissen, hat es dann auch einen Ministerwechsel gegeben. Es hat die Wahlen gegeben. Naja, und so ist der F-35 erst entschieden worden, nachdem der Krieg begonnen hat in der Ukraine. Und wenn jetzt
morgen die Entscheidung getroffen wird im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss für diesen F-35, dann ist das eigentlich von der Entscheidung der Bundesregierung für dieses Projekt und der Genehmigung durch das Parlament, das ist eine rekordverdächtig kurze Zeit, das muss man auch dazu sagen, von jetzt etwa 9 bis 10 Monaten. Ja. Morgen im Bundestag, bezogen auf den Veröffentlichungszeitpunkt dieses Podcasts, weil wir zeichnen ja Montagabend auf und am Mittwoch soll es dann in diesen Ausschüssen behandelt werden. Mal abgesehen, Herr Bühler, von der bei Ihnen anklingenden ganz grundsätzlich Freude darüber, dass es nun wohl tatsächlich losgeht mit diesem Projekt. Wie finden Sie denn das Paket, das die Bundeswehr da geschnürt hat bzw. geschnürt bekommen hat, soweit es zumindest bekannt ist? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass nach jahrelangen Untersuchungen und hin und her, wie ich es gerade geschildert habe, dass da eine Entscheidung jetzt getroffen worden ist von der Bundesregierung und dass da mutmaßlich am Mittwoch die Entscheidung im Parlament auch getroffen wird, sodass die Luftwaffe hier eine Perspektive hat. Sie bekommt das modernste Kampfflugzeug der Welt, ein Kampfflugzeug der 5. Generation, das von immer mehr westlichen Staaten geflogen wird. Großbritannien fliegt schon, Italien fliegt. Ich habe neulich mit dem Direktor des italienischen Programms dort gesprochen und ein General. Und die Italiener sind mehr als zufrieden mit diesem Flugzeug. Wird von den Niederländern geflogen, Israelis. Die Finnen haben bestellt, die Schweiz, hatten sie eingangs gesagt, hat bestellt. Und jetzt kommt Deutschland. Also ein Flugzeug der 5. Generation, das sicher die Aufgabe erfüllen kann und mit dem wir uns im Bündnis dann auch gut einbringen können und sicher die ein oder andere Zusammenarbeit suchen können mit den Bündnispartnern hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen während der Lebensdauer. Stichwort Schweiz. Gibt es ja Journalisten, ich habe diesen Bericht gelesen, die möglicherweise mit Wissen, möglicherweise mit Halbwissen, das kann ich nicht beurteilen, verglichen haben. Das Paket der Bundeswehr und das Paket, das die Schweiz bekommen soll. Bei der Schweiz sind es wohl 36 Maschinen, bei uns 35. Aber ansonsten laut diesem Bericht ziemlich identisch mit Wartung und allem drum und dran. Und dann kommt aber die Bundesrepublik deutlich schlechter weg. Vielleicht können wir die Punkte mal durchgehen. Da ist der Stückpreis, der da genannt wird, Bundesrepublik Deutschland 286 Millionen gegenüber 167 Millionen in der Schweiz. Also die Schweiz zahlt nicht mal 2/3 dessen, was Deutschland zahlt. Also ich hatte vorhin von diesem Entscheidungsprozess gesprochen, beginnend 2016. Auch eines meiner Argumente damals war, neben der Vernetzung und der Einbindung auch amerikanischer Stellen, das muss man auch unter der Trump-Administration sehen, unter dem der Bedrohung quasi. Das war das eine Bedenken, das ich persönlich auch hatte, das andere auch hatten. Und das zweite war der Preis für das Flugzeug, das reine Flugzeug. Das war damals noch höher, dadurch, dass aber die Stückzahlen so angestiegen sind durch die Staaten, die ich selbst hier jetzt gerade genannt habe, was Europa angeht und vor allen Dingen die großen Zahlen auch in den USA, ist der Stückpreis nach unten gegangen für das reine Flugzeug. Er bewegt sich jetzt im Moment so zwischen 80 und 100 Millionen Euro, höre ich aus finnischen Quellen. Aber das scheint mir plausibel auch zu sein bei diesen großen Stückzahlen, die jetzt von diesem Flugzeug fliegen oder bestellt sind. Aber man muss immer berücksichtigen, man weiß nicht, was bestellt worden ist im Einzelnen. Das heißt, man kann davon ausgehen, das heißt, das wissen wir auch schon aus offenen Quellen, dass die Bundesrepublik Deutschland die Waffen, also die Bomben, Raketen, Flugkörper, was auch immer bestellt hat. Wir müssen davon ausgehen, und das ist auch sicher, dass die Wartung mit eingeschlossen ist. Sie sagen wahrscheinlich auch bei den Schweizern, ja. Aber bei uns wird das im Lebenszyklus auch berechnet. Das heißt, davon können Sie ausgehen, dass da höhere Beträge schon mit eingestellt sind, was mit der unmittelbaren Beschaffung nichts zu tun hat. Und dann würde ich mal sagen, die nukleare Rolle,
die wird auch ihren Preis haben. Einmal die Zertifizierung des Flugzeugs, die zwar schon erfolgt ist, aber die man natürlich im Nachgang noch bezahlen muss. Dann die Elektronik, die dann speziell auch für diesen Einsatz dann auch vorgesehen ist. Die Kommunikationsmittel, die natürlich streng geheim aushalten müssen. Also all diese Dinge, die kosten mehr Geld, als es für ein Modell der Schweiz anfällt. Man muss im Grunde genommen beide Verträge sehen und das trifft zu für Abgeordnete der beiden Länder. Die deutschen Abgeordneten können den Vertrag sehen und ich bin mir sicher, dass sie am Mittwoch dieses Gesamtpaket so beschließen werden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dort irgendwas drinsteht, was dann letztlich von den Vertretern des Verteidigungsministeriums vor Ort nicht begründet werden kann. Wenn wir mal weggehen vom Preis, in diesem Vergleich war auch zu lesen, dass die Schweiz letztlich etwa die Hälfte der Gelder wieder zurückbekommt über sogenannte Kompensationsaufträge, über Beteiligungen und Gegengeschäfte, also etwa die Hälfte. Bei Deutschland sind es offenbar nicht 50%, sondern null, nada, niente, nichts. Wie das? Herr Deisingen, das ist bei der Schweiz aber auch so. Da ist auch, was haben wir gesagt, null, nada, niente. Es gibt da nichts zurück. Was Sie meinen, ist, dass das Schweizer Industrie möglicherweise beteiligt wird an bestimmten Komponenten des Flugzeugs. Das kann sein. Es kann sein, dass Firmen aus der Schweiz in der Wartung mitbeteiligt werden. Aber bezahlen muss die Schweizer Regierung den vollen Preis. Es gibt natürlich Ich nehme an, dass man das so hochgerechnet hat, ja. Ja, es gibt natürlich gewisse Rückflüsse, wenn sie in steuerlicher Hinsicht, es sichert Arbeitsplätze in der Schweiz und. Und hier ist es natürlich so, wenn Sie einen Vertrag in dieser Rekordzeit schließen, dann schließt das aus, dass sie eine Sonderlösung Deutschland bekommen. Hat die Schweiz ganz sicher viel, viel länger verhandelt. Von anderen Ländern weiß ich das. Viel, viel länger verhandelt, damit sie Unterauftragnehmer aus dem eigenen Land mit reinbekommen. Bei Italien war es genauso. Aber wenn man jetzt den Zeitdruck spürt und die veränderte Sicherheitslage vor Augen hat und die Notwendigkeit, dass wir dieses alte Muster Tornado nach 40 Jahren ablösen müssen. Wir sind ja der letzte Staat, der noch diesen Tornado fliegt. Alle anderen haben den Tornado ja schon abgegeben oder sind gerade noch dabei, ihn abzugeben. Und bei uns wird dieser Prozess erst beginnen im Jahr 2027. Und offenbar ist es so, dass auch die Wartung dann ausschließlich von US-Konzernen gemacht wird. Warum denn das? Kann man da nicht was reinverhandeln in so einen Vertrag, auch wenn es jetzt ganz schnell gehen soll, dass man möglicherweise nicht innerhalb von 2-3 Jahren die Leute ausbildet, aber doch innerhalb von, sagen wir, 7 Jahren oder 8 Jahren. Immerhin fliegt das Flugzeug ja eine Weile. Bestimmt 20-30 Jahre. Ja, Sie sagen ja selbst möglicherweise, wir wissen es beide nicht, wir müssten den Vertrag vor uns liegen haben, das heißt die Aktenordner vor uns liegen haben, die so einen Vertrag ausmacht und wir bräuchten auch ein paar Spezialisten dazu, die uns das eine oder andere Detail erklärt, aber ich bin in Kenntnis der Leute, die im Ministerium damit befasst sind, sehr zuversichtlich, da ist alles getan worden, um das zu einem akzeptablen Preis zu bekommen, was man will. Und das ist deutlich anders, als das bei einem Flieger ist in der Schweiz, der niemals im Ausland eingesetzt wird, der über dem Schweizer Luftraum eingesetzt wird und nirgendwo anders. Und Sie sind auch zuversichtlich, dass es dann auch tatsächlich für den Preis kommt? Oder wird das Ende vom Lied sein, ich sage es mal wieder mit einer gewissen Überzeichnung, also wenn das Ding in 120 Jahren mal tatsächlich fliegen wird in Deutschland, dann wird es mindestens doppelt so viel gekostet haben wie geplant. Also okay, die Übertreibung mit den 120 Jahren ist ja ziemlich deutlich, aber würden Sie Ihre Hand ins Feuer legen, dass das nicht doch deutlich teurer wird? Als, ich glaube, 10 Milliarden sind ja veranschlagt insgesamt. Also ich würde zunächst mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alles dran gesetzt wird, dass 2027 das erste Flugzeug hier in Deutschland auftauchen wird.
Insofern ist von 120 Jahren sicher nicht die Rede. Denn da werden die Amerikaner alles tun dafür. Das erkennt man schon daran, dass auch andere Partner wie die Finnen eigentlich zum gleichen Zeitpunkt beliefert werden, obwohl sie schon viel früher begonnen haben, mit den USA zu verhandeln. Also man sieht, wie stark die USA dann auch die nukleare Teilhabe priorisieren und damit Deutschland priorisieren. Was die Finanzen angeht, das kann Ihnen wahrscheinlich niemand sagen, schon gar nicht ohne Kenntnis der Verträge. Die Inflation, die wird uns die nächsten Jahre erhalten bleiben, in welcher Größenordnung wissen wir nicht. Und deshalb wissen wir auch nicht, wie sich die Preisentwicklung verschiebt und welche Vorkehrungen dort in die Verträge reingebracht werden, die Inflation zu berücksichtigen letztlich. Dann schlage ich vor, wir reden 2027 nochmal und schauen auf den Preis, ob er wirklich nur wegen der Inflation gestiegen ist. Okay, können wir machen. Okay, also diese F-35, das hatten Sie ja mehrfach gesagt, jetzt sind für die sogenannte atomare Teilhabe, sollen wohl auf dem Flugplatz Büchel stationiert werden, ganz tief im Westen der Republik. Das ist ja allgemein bekannt, also auch kein Geheimwissen mehr. Und ziemlich logisch ist dann auch, wenn es Büchel ist und wenn es um die atomare Teilhabe geht, dass dort auch die Atomwaffen lagern, die im Ernstfall an den Maschinen befestigt werden. Auch wenn Herr Bühler das ja so möglicherweise gar nicht sagen darf. Also bei Atomen wird es immer ein bisschen diffizil, nehme ich mal an, wie Herrn Bühler. Aber ich will mal trotzdem versuchen, folgende Hörermail dazu unterzubringen. Er wird dann sicher die Dinge, zu denen er nichts sagen darf, einfach verschweigen oder eben dazu sagen, dass er nichts sagen kann oder darf. Ziemlich ausführliche Mail mit mehreren Fragen, und zwar von Ulf Dressler. Ich zitiere mal: Die in Büchel gelagerten ca. 20 Atombomben werden im Dezember, also in diesem Monat, gegen neue ausgetauscht werden. Die neuen Bomben, in Klammern Sprachgebrauch Sondermunition, weisen drei Veränderungen auf. Erstens deaktivieren sie sich bei unsachgemäßer Behandlung durch Dritte, zweitens sollen sie zielgenauer sein und drittens soll ihre Sprengkraft reduziert worden sein. Wenn aber sich durch diese Verringerung ihr strategischer Wert erhöht haben sollte, wird aus einer politischen eine faktische Atomwaffe, aus einer theoretisch denkbaren eine praktisch einsetzbare. Jetzt Frage 1. Werden die Sicherheitsinteressen Russlands durch diese Veränderungen nicht erheblich verletzt, weil von westlicher Seite zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt an der Eskalationsschraube gedreht wird, wenn die Erneuerung der Atombomben in Büchel laut eigenen Bekunden nicht in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Krieg steht? Warum werden die offenbar untauglichen oder verfallenen Atombomben als Zeichen des guten Willens zur Demontage nicht nach Albuquerque überführt und mit der Lagerung der neuen auf deutschem Boden gewartet? Ja, gute Frage, aber auch schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen da ein paar Informationen zunächst bringen zur nuklearen Abschreckung. Und um Ihre Bedenken aufzugreifen, für meinen Schutz, Herr Deisinger, ja, wir gehen mal davon aus, dass es so ist, so wie Herr Dressler es jetzt gerade beschrieben hat. Ich bestätige da nichts, dass es so ist. Ich sage da auch nichts dazu. Ich werde da nicht aus Geheimwissen irgendwas ausplaudern. Sagen wir, es ist ein Gedankenspiel, ja? Genau, das ist das. So wie es uns gesagt hat, so bewerten wir das. Ja, die nukleare Teilhabe, die hat zwei Gesichtspunkte. Das muss man vorausstellen. Das ist einmal, dass das nukleare Risiko auch geteilt wird zwischen Amerika und Europa. Und zum Zweiten bewirkt die nukleare Teilhabe, dass wir Deutschland ganz automatisch in der nuklearen Planungsgruppe der NATO drin sitzen, dort also über die Nuklearplanungen informiert werden und dann auch unsere Stimme erheben können und mitentscheiden können. Das sind die beiden Rationale, die sich dahinter verbergen. Es gibt sehr viele Atomwaffen, viel zu viele auf der Welt nach wie vor. Russland hat über 6.000, die Amerikaner haben knapp 6.000, die
Briten 250, die Franzosen so etwas mehr, zwischen 250 und 300. Das sind die öffentlich zugänglichen Zahlen. Dazu kommen die Chinesen auch mit ähnlichen Größenordnungen von ein paar hundert. Also wir sprechen, wenn wir von nuklearen Rivalitäten sprechen, in erster Linie Russland, USA. Und der Kern der nuklearen Abschreckung ist ja, wenn ein Land der beiden angegriffen wird durch Nuklearwaffen, haben sie immer noch so viel Potenzial, mit einem Zweitschlag zu antworten und damit auch die Zerstörung zurückzubringen auf den Aggressor. Das ist der Mechanismus und das Rational, das dahinter steckt. Und wenn ich sage, dass eine geringe Anzahl, Herr Dressler hat 20 genannt, in Europa, das heißt in Deutschland lagern. Es gibt weitere Länder, die an der nuklearen Teilhabe auch teilnehmen. Das sind die Niederlande, das ist Italien, das ist Belgien, das ist Türkei. Also wenn Sie das mal die Zahl der Länder nehmen, dann kommen Sie auf die dresslerische Anzahl für Europa. Also es sind sehr wenig, aber es zeigt auch, dass Europa seinen Teil mittragen muss an dem Risiko der nuklearen Abschreckung. Aber sie hat bisher funktioniert und sie wird auch künftig, denke ich, funktionieren. Was nicht passiert ist, dass sie militärisch und taktisch einsetzbare Waffen sind, sondern sie bleiben Waffen der Abschreckung. Das heißt, es sind alles politische Waffen, die dem einzigen Zweck der Abschreckung dienen. Wenn die Abschreckung nicht erfolgreich ist und wenn ein Erstschlag ausgelöst wird, aus welchem Grunde auch immer, das wird nicht passieren, aber wir sprechen jetzt hypothetisch, dann haben diese Waffen ihren Sinn verwirkt. Also dann gibt es einen Zweitschlag, aber das war's dann. Das ist das Rational der Abschreckung, weil wir eben die Waffen haben und weil wir sie eben auch nicht loskriegen von dieser Erde, hat man ein solches Konstrukt der nuklearen Abschreckung geschaffen, das bisher, wie gesagt, erfolgreich war. Wenn ich mir jetzt das Modernisierungsprogramm anschaue, das ist ein ganz normales Modernisierungsprogramm, das alle paar Jahrzehnte durchgeführt werden muss, weil die Dinge einfach zu alt werden. Die Russen haben übrigens das größte Modernisierungsprogramm seit Jahren bereits gestartet und sind da auch sehr erfolgreich dabei. Also, wenn sie sich deaktivieren, die neuen, durch unsachgemäße Behandlung durch Dritte, ist das nur zu begrüßen. Wenn sie zielgenauer sind, denke ich, ist es auch zu begrüßen. Und wenn drittens die Sprengkraft noch reduziert werden kann, dann ist es auch zu begrüßen. Wahrscheinlich hängt das auch zusammen, die größere Zielgenauigkeit und die reduzierte Sprengkraft, denn solche Bomben, auch konventionelle Bomben, werden ja mit der entsprechenden Sensorik und entsprechenden Lenksystemen auf den letzten Metern praktisch zielgenau ins Ziel geführt. Ich glaube, zum Thema Sprengkraft kommen wir gleich nochmal. Erstmal Frage 2 von Herrn Dressler. Wissen Sie von einer eventuellen Aufschiebemission, also was die Modernisierung, Neustationierung unserer Außenministerin gegenüber der US-Regierung, immerhin setzen sich SPD und Grüne in Klammern bis vor kurzem, Fragezeichen, generell für einen Abzug der amerikanischen Atombomben von deutschem Boden ein? Ja, das ist so, dass als sie in der Opposition waren, dass sie sich für den Abzug eingesetzt haben, insbesondere auch die Grünen, aber auch Teile der SPD in Regierungsverantwortung. Vielleicht nochmal zur Frage 1 zurück. Ich glaube, die Sicherheitsinteressen Russlands werden hier überhaupt nicht verletzt, sondern das Einzige, was hier passiert, ist ein Modernisierungsprozess einer vorhandenen Waffe im Sinne der Abschreckung. Also exakt das, was auch Russland tut. Und im Übrigen, Russland hat angegriffen und deshalb sind die Sicherheitsinteressen Russlands, also für mich jedenfalls in dem speziellen Punkt zweitrangig, sondern ich möchte gerne, dass unsere
Abschreckung so glaubhaft und so modern wie möglich gestaltet wird. Das ist meine Empfehlung. Und ich glaube auch nicht, dass wir dadurch an der Eskalationsschraube drehen. Russland weiß ganz genau, was hier passiert. Das ist in voller Transparenz wird das gemacht. Und über die Größenverhältnisse habe ich gerade schon gesprochen. Deshalb Frage 2, nein, ich weiß nichts von einer solchen Aufschiebemission, macht auch aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, eigentlich auch wenig Sinn. Dann haben wir Frage 3, wenn jedes NATO-Mitglied im höchsten Entscheidungsgremium unabhängig vom eigenen militärischen Potenzial und prozentualer Stellung von Personal und Gerät gleichberechtigt ist und ein Vetorecht besitzt, erscheint die atomare Teilhabe Deutschlands und anderer NATO-Staaten vor diesem Hintergrund nicht als überflüssig, wenn mit dieser Bindung weder ein signifikanter politischer noch militärischer Vorteil versprechender Einfluss verbunden ist? Ja, wenn es denn so wäre, aber ich glaube schon, dass da ein signifikanter politischer und auch militärischer Vorteil dran liegt. Politisch und militärisch ziehe ich jetzt mal zusammen. Das eine ist eine funktionierende Abschreckung mit modernen Waffensystemen. Und der zweite ist eine Mitsprache in der nuklearen Planung, in der Nuklearstrategie und letztlich auch eine Mitbestimmung bei anstehenden Entscheidungen. Dann haben wir Frage 4, die ist richtig lang, die versuche ich mal mit meinen Worten ganz kurz zu machen. Die Reichweite der F-35 würde ja quasi bedeuten, die hatten natürlich einen bestimmten Radius, die F-35, die sie fliegen kann, die muss ja auch eigentlich wieder zurück, würde ja bedeuten, nach Herrn Dressler sozusagen, dass die Bomben letztlich eigentlich über NATO-Territorium abgeworfen werden, wenn sie vom Büchel losfliegen. Also Herr Dressler meint, die F-35 hat zwar eine etwas größere Reichweite, aber auch mit der größeren Reichweite kommt sie nicht auf einen Radius von mehr als 1000 Kilometer, weil sie wieder zurückkommt. So habe ich jetzt die Frage verstanden. Ja, das verkennt aber, dass es nicht darum geht, ein Flugzeug loszuschicken über 1000 Kilometer und eine Bombe ins Ziel zu bringen und sie dann wieder zurück, das Flugzeug wieder zurückzubringen. Ja, das Flugzeug kommt wieder zurück, aber so ein Einsatz passiert immer in einem wesentlich größeren Rahmen. Das ist nicht nur ein Flugzeug, sondern es ist ein ganzes Paket von vielen Flugzeugen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Elektromagnetisches Spektrum ist ein Gesichtspunkt, Jagdflugzeuge und andere Flugzeuge und unter anderem auch Tanker. Das heißt, so ein Flugzeug verbraucht den meisten Sprit im Startvorgang. Wenn es mal fliegt, natürlich weniger. Und wenn es fliegt, kann es mehrfach betankt werden und hat dadurch eine wesentlich größere Reichweite, einen größeren Einsatzradius und kann auch länger in der Luft stehen bleiben. Okay. Und dann letzte Frage, die sage ich auch mal kurz. Und natürlich, Herr Deisinger, das ist ja unterschwellig so ein bisschen jetzt der Vorwurf, dass das Gefechtsfeld dann praktisch NATO-Territorium würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Okay, dann letzte Frage, die versuche ich auch ganz kurz mit meinen Worten mal zu sagen. Wenn die reduzierte Sprengkraft aktuell wird, sinkt damit nicht die Schwelle, dass man sagt, na gut, wir setzen sie ein, weil sie dann nicht diese großen Auswirkungen hat? Nein. Also darüber sind wir uns alle im Klaren in der NATO, alle, die irgendwie Verantwortung tragen oder Verantwortung getragen haben. Diese Waffen sind politische Waffen, die niemals eingesetzt werden dürfen. Also hier gibt es kein Rational, die Waffen kleiner zu machen, damit man sie wie kleine Nuklearwaffen dann irgendwo auf dem Gefechtsfeld einsetzen kann. Diese Überlegung gibt es nicht. Diese Überlegung gibt es in wissenschaftlichen Kreisen, in Thinktanks hier und da, aber nicht bei Personen, die in Verantwortung stehen. Okay, dann liest du den Fragen von Herrn Dressler, die wir jetzt in Vollständigkeit gemacht haben, weil die auch schon eine ganze Weile liegen bei uns auf dem Stapel. Wir haben noch eine Frage von einem jungen Mann, dessen Namen ich nicht nennen soll, die ist ganz kurz und knapp. Herr General, welche Tipps können Sie jungen Personen geben, die Offizier werden möchten? Welche Charaktereigenschaften sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig? Oh, das ist aber auch wieder eine schwierige Frage, aber ich versuche es mal. Wenn
ich möglicherweise auch das eine oder andere dann auslasse, sonst würde es zu lange werden. Das ist ja, würde meinen eigenen Podcast, glaube ich, rechtfertigen. Also ich glaube, das Verantwortungsbewusstsein, also auch die Freude, Verantwortung in jungen Jahren zu übernehmen, gegeben sein muss. Sonst kann man diesen Beruf nicht anständig ausführen. Man muss überlegen, man ist Kompaniechef mit 27, 28 Jahren, manchmal vielleicht auch 30 Jahren, hat sehr viel Personal, hat sehr viel Material in mehrfachen Millionenwerten in seiner Kompanie und hat vor allen Dingen die Verantwortung für das Leben seiner Leute und für das der Leute, die in seinem Schutz stehen. Also das ist der erste Punkt, den ich nennen würde. Der zweite ist ganz eindeutig, der Offizierberuf ist ein Karriereberuf. Das ist nicht so, dass Sie die Offizierausbildung von 5 Jahren machen und dann ist alles zu Ende. Nein, lebenslanges Lernen ist damit verbunden. Lebenslanges Lernen von Verwendung zu Verwendung. Hohes Pflichtbewusstsein, das daraus resultiert, aber auch große Flexibilität. Wenn ich überlege, ich war in 4 Ländern stationiert. Ich war in Deutschland in 7 Bundesländern stationiert, mit den entsprechenden Umzügen, mit Familie. Also hohe Flexibilität, aber auch gleichzeitig große Freude daran, was Fremdes zu sehen und was zu lernen. Wann hätte ich schon die Möglichkeit gehabt, aus Bayern kommend mal in Schleswig-Holstein eingesetzt zu werden oder in anderen Bundesländern? Und insgesamt glaube ich, man muss eine bestimmte Berufung auch haben für diesen Beruf. Es ist kein Beruf wie jeder andere. Es ist ein Staatsbürger in Uniform, der aber auch bereit sein muss, in letzter Konsequenz das Risiko, sein eigenes Leben zu opfern für die Menschen in diesem Land und für die Freiheit in diesem Land. Wenn Sie sagen Flexibilität, das klingt so einfach, aber da hängt schon wirklich richtig was dran. Ne? Also da muss man ja wirklich eine Familie haben, die das auch wirklich alles mitmacht und mit der man nicht jeden Abend drüber diskutieren muss. Ja, das ist schon so. Das muss die Familie mittragen. In erster Linie erstmal die Ehefrau oder der Ehemann. Und dann kommen Kinder und dann wird es natürlich nicht einfacher, sondern es wird auch schwieriger. Allein die unterschiedlichen Schulsysteme, die man hat in Deutschland, die machen nicht nur Freude, das kann ich an eigenem Erleben auch sagen. Aber dennoch, die Freude überwiegt, das muss ich wirklich sagen. Aber man muss eben bereit sein, auch diese Flexibilität mitzubringen, dann auch Ortswechsel durchzuführen und Versetzungen hinzunehmen, auch mal den einen oder anderen Zeitraum dann quasi als Pendler zu verbringen. All das gehört dazu, aber unterm Strich ist es ein Beruf, der mir persönlich 44 Jahre lang außerordentlich viel Freude gemacht hat. Und ich bin auch nach 44 Jahren immer der Meinung, das war die richtige Entscheidung. Ja. Letzte Frage, Nachfrage noch von mir. Kommt da bei diesen ganzen Eigenschaften, die Sie genannt haben, bei diesen ganzen Anforderungen noch was obendrauf, wenn man General werden will? Oder geht das gar nicht, General werden zu wollen? Wird man da gefragt? Du musst warten, bis man gefragt wird? Nein, man wird ausgewählt. Das geht natürlich nach Zeit. Also Sie können nicht nach 3 Jahren bereits General werden wollen, sondern das wird sich erst realisieren lassen, wenn Sie viele Erfahrungen noch gesammelt haben. Und ich glaube, bei mir war es so im Jahr 2003, also ich auf die erste, da war ich 47 Jahre alt. Also so in dieser 47, 50 Jahre alt, da kommen die ersten auf Generalstellen. Okay. So, jetzt haben wir noch einige Fragen hier liegen, aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, Herr Bühle, schieben wir die auf den Freitag. Das wären unter anderem die Fragen von Patrick Wilke oder von Frank Stolpe. Die kommen am Freitag mit. Für heute sind wir erstmal durch. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann einfach schreiben an general@mdraktuell.de.
oder anrufen unter 0800 637 3737. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und ja, eigentlich überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie gesagt, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Angenehmen Aufenthalt in Stockholm. Gerne geschehen. Dankeschön und bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.